Entschuldigung, wie war jetzt der Name? Den habe ich gerade so schnell nicht mitgekriegt. Nee, sagen wir nochmal. Ja. Parkson, was? Patzke? Patzke, genau, ja, danke. Ja, die gucke ich mir gleich an. Scholz. Nein, Schulze. Nee, Scholz. E, Schulze. Nee, ohne E. Einfach nur Scholz. Doktor. Doktor? Mhm. Ja, den habe ich schon. Ach! Ja. Ich auch. Ah, ja. Schön. Genau. Pathologe. Nein, Frauenarzt. Ja. Hallo Viktor. Ich bin jetzt in der Pathologie. Es ist wirklich grauenvoll. Danke. Ich würde mich da nicht daneben legen, aber ich bin ja auch nicht tot. Nee, Sie sehen wirklich sehr schlimm aus. Ja, pass auf, Viktor, ich schaffe es nicht rechtzeitig in die Praxis. Ich muss noch ein bisschen Recherche betreiben. Es kann noch ein klein wenig länger dauern. Ich habe ganz tolle Fotos gemacht, ja? Vogelperspektive, Froschperspektive und frontal. Sehr schlimm. Sieht sehr brutal aus. Viktor, hör auf damit. Ich habe auch noch Zeit bis zu meiner nächsten Dosis, nee, oder? Ganz bestimmt nehme ich die Patzke heute nicht mehr dran. Nein, wann soll ich das denn machen? Die machen morgen um 11 Uhr. Ja, natürlich. Ich habe jetzt einen Morgentermin. Ich schaffe das nicht mehr heute. Wie soll ich das denn machen? Ja, 11 Uhr ist super, Viktor. Ich komme dann vorbei. Nein, mir geht's sehr gut. Ich, gesund, munter, ja. Ja, das ist ja wohl offensichtlich eine Vergiftung gewesen. Ja. Frau Patzke? Ja, die Patzke. Die wird auch von der Kripo schon gesucht. Also wir haben die Kollegen schon direkt benachrichtigt, nicht wahr? Ja, Vergiftung. Offensichtlich im Alkohol, weil irgendwas dran mengt. Ich denke, Selbstmord. Nicht wahr? Also ich will wirklich keine voreiligen Schlüsse ziehen. Genau. Ich, mach die Patzke morgen früh erst auf. Ach so. Frau Kollegin, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Nee. Sehen uns. Ja, Viktor, ich warte hier.